Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin. Weiter geht es heute gegen Manchester City. Verdammt spannendes Spiel. Wird interessant, Leute, denn wir haben das Hinspiel 3-1 gewonnen, also eigentlich eine verdammt gute Ausgangssituation. Rückspiel, Viertelfinale, Champions League gegen City. Wie immer, eure Tipps in die Kommentare, Leute. Was denkt ihr? Wer gewinnt das Ganze? Hashtag Juve, Hashtag City, ab in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid natürlich alle auf unserer Seite. Wir werden es sehen. Aber es wird nicht leicht, man. City, verdammt starke Mannschaft. Ihr wisst es, in der letzten Folge ist Milinkovic-Savic jetzt noch verletzt ausgefallen. Er fehlt jetzt auch für den Rest der Saison. Für 2 Monate ist er ja verletzt. Irgendwas am Hüftmuskel, Digga. Da frage ich mich überhaupt, wie machst du das überhaupt am Hüftmuskel? Aber naja, was soll's, kann man jetzt leider nichts daran ändern. Er fällt jetzt aus. Müssen wir jetzt so klarkommen. Aguero mit 6 Treffern auf Platz 1. Der hat Gott sei Dank im letzten Spiel gegen uns nicht getroffen. Ronaldo bei uns auf Platz 8 nur mit 4 Treffern. Boah, ich sehe auch eigentlich in der Champions League, ohne Scheiß, ne, hier in FIFA sehe ich nie jemanden, der überhaupt mal über 10 Tore hat. In echt ja immer, Ronaldo, Messi, die haben immer fast jede Saison in den letzten Jahren immer über 10. Ronaldos Rekord liegt aber bei 17, ne? Ich meine, 17 wäre der Rekord. Absolut krank, Mann. Deswegen, hier habe ich so gefühlt noch nie jemanden überhaupt über 10 Toren gesehen. Aber naja, was soll's. So, Pressekonferenz vor dem Spiel. Wir werden jetzt hier City natürlich verunsichern. Wir haben jetzt ein Auswärtsspiel. Das heißt, wenn wir ein Ding machen sollten, dann müsste es eigentlich ganz gut aussehen für uns, Leute. Ihr wisst Bescheid, ne? Lasst wie immer gerne ein Like da, lasst wie immer gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, wie immer gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ihr wisst Bescheid, das sind die anderen Begegnungen. Liverpool gegen Inter. 1-0 hat Inter gewonnen. Uiuiui, okay. Dann, ah ja, Barca hat gegen Real gespielt, ne? Klassiko. 3-2 für Real. Okay. Aber jetzt auswärts halt. Und Rom hat leider 1-0 gegen Manu verloren. Einfach ja 3 italienische Mannschaften noch dabei. Ja, mal schauen, wer davon noch weiterkommen wird. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn so viele wie möglich weiterkommen. Also Rom und Inter. Weil ich weiß ganz genau, Inter vor allem und auch Rom, dass wir die easy schlagen können. Weil wir die halt in der Liga eigentlich auch dominiert haben dieses Jahr. Deswegen wäre ganz nice, wenn die auch beide weiterkommen würden. Ne? Aber wir werden es mal sehen, Leute. Ihr wisst Bescheid, ne? Wie immer. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Wer Lust hat auf die Nice Designs als T-Shirt, als Pullover, gibt es hier so, wie ich es anhabe. Und so natürlich auch. Und noch viele weitere Sachen. Ja? Also gerne abchecken, Leute. Der Link ist natürlich immer, ihr wisst es, oben in der Beschreibung als erstes verlinkt. Und natürlich gibt es auch noch, wie immer, zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte dazu. Ja? Checkt das Ganze gerne aus. Wie immer läuft weiterhin da die Aktion. 10 Stück sind limitiert. Und haben hier hinten so ein Smiley und eine E-Mail-Adresse drauf. Wenn ihr davon eine bei eurer Bestellung dabei habt, meldet euch bei der E-Mail, die hinten drauf steht. Und dann schicke ich euch noch ein gratis Überraschungspaket aus meinem Shop zu. Okay, ab geht's gegen City. Wird, wie gesagt, keine leichte Sache werden, aber ich glaube, wir packen das. Ich bin da guter Dinge. So, B11 natürlich nicht. Wir spielen wieder mit der Bestbesetzung. Wir haben ja jetzt Costa über die linke Seite, wo eigentlich Dybala gespielt hat. Dybala jetzt im Mittelfeld. Für, warum ist Dybala eigentlich Captain? Warte mal, wir machen mal Ronaldo als Captain. Dybala jetzt im Mittelfeld für Milinkovic, der jetzt halt da ausfällt. Ich denke mal, ist so wahrscheinlich die beste Option. Ich habe ja erst gedacht, okay, ist vielleicht ein bisschen zu offensiv, aber hat eigentlich ganz gut geklappt gegen City. Wir haben auch 3 Tore gemacht. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass es so offensiv ist. Ja? Das kann ja auch ein Vorteil sein. Wenn man hinten dann das alles dicht hält, dann ist ja okay. Let's go. Also, wir müssen eigentlich nur ein Ding machen. Wenn wir ein Ding machen, würde ich schon fast sagen, ist das Ding eigentlich durch. Aber kein frühes Gegentor, wollte ich gerade sagen. Scheiße, Mann. Fernandinho mit dem 1-0 nach 15 Minuten. Ramos mit der gelben Karte. Man kennt es in der 23. Könnte vielleicht gelb-rot bekommen. Pulisic kommt. Dybala mit dem 1-1. Das sollte es im besten. Nein. Ey, die nächste Verletzung, Alter. Ich scheiß mir in die Hose, Mann. Das kann euch. Nein. 2-1, Sané. Wenn jetzt das 3-1 fällt. Boah, Digga. 3-1 wäre Verlängerung gewesen, dann wäre wieder alles möglich gewesen. Alter, da macht Sané in der 74. 2-1. Puh. Junge, da war nochmal alles spannend, Alter. Ohne Scheiß. Jetzt verletzt sich der nächste Spieler, Mann. Romagnoli, das kann doch auch nicht wahr sein, oder? Das kann doch echt nicht wahr sein. Hey, Digga, wenn der jetzt auch wieder. Ja, natürlich wird der wird jetzt eh wieder bis zum Ende der Saison ausfallen. Das ist jede Karriere so, ohne Scheiß. Ey, die ersten, ne? Die ersten 30 Spiele, es verletzt sich kein Spieler. Und dann die letzten 10 Spiele, ey, verletzt sich einer nach dem anderen. Das ist immer dasselbe. 3 Wochen, überdehntes Knie, das ist auch scheiße, 3 Wochen. Okay, dann ist er vielleicht für die ganz, ganz wichtigen Spiele. Wenn wir es ins Champions-League-Finale schaffen sollten und so weiter und so fort, Pokalfinale,
wahrscheinlich wieder fit, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber das ist natürlich trotzdem absolut Minus, Mann, muss man ehrlich sagen. Und Ronaldo bedankt sich für die Partie. Wir stehen also im Halbfinale der Champions League. Ich bin gespannt auf die anderen Begegnungen. Werden wir uns jetzt gleich auf jeden Fall sonst nochmal reinziehen, wie die gespielt haben da. Und gleich geht es ja auch schon wieder, das ist ja auch wieder ein interessantes Spiel, ins Rückspiel vom Pokal-Halbfinale. Wie viel ging das Hinspiel nochmal aus? Ich glaube, haben wir knapp gewonnen gehabt, ne? Oder ein Spiel gegen Inter? Ja, 1-1 sogar nur. What? Ich dachte, wir hätten es gewonnen. Oh, scheiße, Mann. Ja, gut. Und dann halt hier innerhalb von vier Tagen zweimal gegen Inter. Okay, das heißt, wir werden jetzt hier gegen Florenz auf jeden Fall komplett mit der B11 spielen, weil da will ich mir jetzt nichts erlauben hier. So, wir schauen mal die anderen Paarungen an. Inter Mailand gewinnt durch Auswärtstorregel 2-2. Okay, Inter ist weiter. Wir sind weiter. Barcelona gewinnt durch Auswärtstorregel. Okay. Und Man U hat gewonnen. 2-1 insgesamt nach Hin- und Rückspiel. Also Rom ist raus. Man U ist weiter. Barca ist weiter. Und Inter ist weiter. Ich wäre natürlich am liebsten, wäre es natürlich Inter zu bekommen. Aber ich spiele wieder gegen Inter, Digga. Ich spiele ja nur noch gegen Inter. Naja, bin ich mal gespannt. Aber wäre mir der liebste Gegner, wenn ich ehrlich bin. Obwohl Man U glaube ich auch. Ich glaube Barca so im Finale wäre es nice. Da könnt ihr euch ja noch erinnern. Es gab ja damals auch in echt das Champions League Finale. Ich weiß nicht, welchen Jahr das war. 2014, 2015. Ich glaube so um den Dreh. Barca gegen Juve. Da hat Barca, muss man ehrlich sagen, Juve komplett auseinandergenommen. Am Ende war es, glaube ich, was war das? 3-0 oder 3-1 oder so? Ich meine 3-1 wäre das gewesen. Das war schon nicht schlecht, Mann. Da hat Barca schon gezeigt, was sie drauf hatten. Deswegen wäre ganz nice, Mann. Dann könnten wir es den hier nochmal heimzahlen. Okay, 5 Punkte. Jetzt ist Atalanta wieder auf Platz 2. Ah, warte mal. Da ist schon die Champions-League-Auslosung anscheinend. Ne, das ist Euroleague, Alter. Tottenham. Ja, also ich jetzt hier mit der Euroleague-Auslosung. Schauen wir uns aber auch ganz kurz an. Leipzig. Leipzig gegen Tottenham und Chelsea gegen Atletico. Ja, interessante Begegnung. So, jetzt starten wir aber endlich hier ins nächste Spiel. Also geile Partien hier, muss ich sagen, gegen Ende der Saison. Ich bin echt gespannt, wen wir bekommen würden. So, wir müssen uns jetzt aber auch noch auf die Liga konzentrieren. Ne? Wir spielen jetzt hier die ganze Zeit mit der B11. Nicht, dass wir jetzt... Jawohl, Can mit dem 1-0. Nicht, dass wir jetzt... Digga, Can, das ist ein scheiß Ernst, Alter. Ja, wie geht das denn? 25. 1-0, 32. 7 Minuten später glatt rot. Und Bernardeschi verletzt sich. Die nächste Verletzung, Mann, das gibt's doch nicht. Pulisic 2-0, Koniplanka 2-1, Bonucci 3-1, das soll es gewesen sein. Aber die nächste Verletzung, ey, das kann doch nicht wahr sein. Digga, was ist hier los? Warum verletzt sich hier jeder Spieler? Alle Leistungsträger hier nach und nach verletzt. Ey, das kann doch echt nicht wahr sein, Mann, ohne Scheiß. Was ist jetzt mit Bernardeschi? Ja, natürlich 3 Monate, chillig. Ja, warum nicht, Digga? 3 Monate ist doch entspannt. Ist eine chillige Sache. Bis Ende der Saison, danke auf jeden Fall. Ey, das, Junge, jeder Spieler. 3 Spieler aus der Startelf sind einfach verletzt jetzt. Ey, kann sich nicht irgendjemand aus der B11, ja, und Emre Can noch rot gesperrt. Super Typ, Alter. Ey, kann sich nicht irgendjemand aus der B11 mal verletzen? Das kann echt nicht wahr sein. Nur Stammspieler. Digga, das ist schon wieder absolut nervig, Mann, ohne Scheiß. Komplette Krise hier schon wieder. Wieder gegen Ende der Saison, ne? Das ist unfassbar. Und wir müssen jetzt schauen, ne? Nicht, dass wir jetzt irgendwie alles auf Champions League auslegen und dann halt in den normalen Ligaspielen schon und dann in der Champions League auch noch verkacken sollten, im Halbfinale rausfliegen und dann auch noch die Liga verkacken oder so. Also müssen wir jetzt schauen. Eigentlich sollte die Liga, sollte schon fast durch sein, das Ding. Oh, ist jetzt auch ein Auswärtsspiel, Alter. Hinspiel ging nur 1-1, aber das war natürlich auch absolut scheiße. Oh, kacke, Mann. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Also, Bernardeschi fällt aus. Müssen wir jetzt erstmal schauen, da werde ich sagen, Pulisic rein. Wir haben auch kaum noch Backups jetzt, ne? Also das ist jetzt echt eine absolute Krise langsam. Wir haben nur noch Verteidiger haben wir jetzt. Okay, ah ja, der fällt ja auch noch aus. Ja, gut, dann kommt Chiellini wieder rein. Zack, machen wir das Ganze erstmal so. Ja, chillige Sache auf jeden Fall. Wir haben jetzt noch 2 Spieler hier. Alter, wir müssen gleich den... komm, dann werden wir es, glaube ich, so machen. Sollen wir den Jugendspieler noch holen? Ich glaube, wir werden uns den Jugendspielern dann jetzt hier einfach noch für das Ende der Saison, das wollte ich sagen, werden wir noch den Jugendspieler dann verpflichten, würde ich sagen. Denn dann, wo brauchen wir jetzt noch nicht, können wir ja jederzeit, dann können wir nämlich schauen, weil falls wir dann irgendwie in der B11, dann haben wir einfach ein paar mehr Spieler, damit auch in der B11 genug Spieler am Start sind, ne? So, deswegen müssen wir schauen. Ich denke mal, das ist eine gute Sache. Müssen wir gucken in der nächsten Folge. So, jetzt geht es erstmal mit der Bestbesetzung hier ins Spiel gegen Inter Mailand. Auswärtsspiel, Halbfinale, Rückspiel vom italienischen Pokal. Ich bin gespannt. Die haben zuletzt Rom geschlagen. Jetzt Liverpool auch noch in der Champions League geschlagen. Die sind natürlich jetzt auch on fire, würde ich einfach mal sagen. Obwohl die gar nicht so eine gute Mannschaft haben. Jetzt Monowitz.
Oh, Icardi 1-0. Handanovic verletzt sich. Kann aber anscheinend weiterspielen. Ah, Vrejalko mit der Gelben in der 42. Noch sieht gut aus. Aber 1-1 bedeutet Verlängerung, deswegen. Und ich denke mal, Inter macht einen. Offensiv sind die stark. Oh, offensiv sind die stark. Ich glaube schon, dass sie einen machen werden. Oder auch nicht. Ja, die kann übrigens über die Zeit, man. 1-0. Boah, ey, was sind das hier für knappe Spiele die ganze Zeit? Gegen City eben mit 2-1 verloren. Gerade so mit einem Tor gewonnen. Jetzt hier auch wieder mit einem Tor weiter. Aber scheißegal, Mann. Die Hauptsache ist, wir gewinnen das Ganze. Was war eigentlich das andere Halbfinale? Wollte ich eigentlich vorher schauen. Habe ich gar nicht gemacht. Ich voll Idiot. Grüße gehen raus. Können wir ganz kurz jetzt schauen. Obwohl, kann sein, dass noch nicht gespielt wurde. Oh, Digga. Eieiei, AC Mailand gegen Neapel. Alter, das sind auch zwei absolute Top-Mannschaften. Das heißt, ja, AC Mailand gewinnt das Ganze. Das heißt, wir werden im Finale auf AC treffen. Boah, interessante Sache, Alter. Das ist krass, ne? So gute Mannschaften. Ich mache ja oftmals auch beim DFB-Pokal ist oftmals so, dass ich dann einfach im Finale stehe und gegen irgendwelche komischen Mannschaften aus der Bundesliga spiele. Gegen Hoffenheim, Köln, irgendwie sowas. Aber hier sind nur die Top-Mannschaften gerade dabei. Unter den letzten Vieren. Ich hätte lieber gegen Neapel gespielt. Bei Neapel schätze ich sogar noch ein bisschen stärker ein. Oh, gegen Man U geht es. Ah, okay. Leider nicht gegen Inter. Aber Man U wäre jetzt... Ja, doch. Man U wäre mein zweiter Wunsch gewesen. Also, erster Wunsch wäre Inter gewesen. Das ist eigentlich für Barcelona dann schon wieder fast ein... Ja, Barcelona wird das eh machen. Und Man U wäre dann mein zweiter Wunsch gewesen. So gegen Barca wäre schon nicht so geil gewesen, muss ich sagen. Deswegen ist schon ganz nice. Und ja, hier gegen AC dann. Ist auch ganz komisch, denn das Pokalfinale ist einfach so mitten in der Saison. Die Saison ist nicht mal vorbei, ist einfach Pokalfinale. Naja, das war's erstmal von der heutigen Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wird noch Action geben in den nächsten Folgen. Also schaltet auf jeden Fall ein, Leute. Wir haben, by the way, 7 Punkte Vorsprung. Das sieht stabil aus. Aber es sind auch noch 5 Spiele. Also von daher ist noch ein bisschen was drin. Schaltet ein, Leute. 13 Uhr ist noch beim Zweitkanal täglich Karriere. Hier, keine Ahnung, 18 Uhr eigentlich. Nicht täglich, deswegen schaltet einfach immer schaltet einfach täglich ein, Leute. Das war's. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Blog aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und auch gerne meinen Shop auschecken für die Nice Designs. Gibt es hier so als T-Shirts, Pullover und so. Gibt es das Ganze natürlich auch noch als T-Shirt und als Pullover, also checkt es mal gerne aus. Link ist oben in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte von mir unterschrieben. Gibt es wie immer zu jeder Bestellung dazu. 10 Stück davon sind limitiert. Haben hier hinten so ein Smiley und eine E-Mail-Adresse drauf. Wenn ihr davon eine bei eurer Bestellung zufällig dabei habt, könnt ihr euch bei der E-Mail melden, die hinten drauf steht. Und ich schicke euch dann noch aus meinem Shop ein gratis Überraschungspaket zu. Also abchecken lohnt sich. Wir sehen uns dann heute Abend, morgen nochmal wieder rein und ciao.